Es gibt mehr Möglichkeiten, sich vor Wohnungseinbrüchen zu schützen. Wir haben heute vereinbart, dass es für Sicherungsmaßnahmen ab 500 Euro Kosten 20% Zuschuss gibt, also 100 Euro. Und ab 1000 Euro Einsatz für Sicherungsmaßnahmen 10%. Es sind jetzt schon in den letzten Wochen 4 Millionen Euro abgeflossen nach den alten Regeln. Wir haben jetzt die Grenzen nach unten gesetzt mit 500 Euro, damit auch Mieterinnen und Mieter in ihren Mietwohnungen eine Sicherung machen können, bei Türen beispielsweise und auch Fenstern. Und oftmals geht es in kleineren Bereichen um die 500 Euro und da können sie also jetzt auch entsprechend gefördert werden. Das ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Sicherheit. Aber es kann nicht nur bei der passiven Sicherheit bleiben. Deswegen verlangen wir schon auch, dass die Polizeipräsenz verstärkt wird. Die Menschen müssen zwar selber einen Beitrag leisten durch passiven Einbruchschutz, aber auch der Staat muss seinen Beitrag leisten. Deswegen muss mehr Polizei in den entsprechenden Wohngebieten eingesetzt werden. Wir werden in dieser Woche den Nachtragshaushalt beschließen, mit dem wir zugleich den Überschuss von über 6 Milliarden in die Rücklage stellen. Und zugleich auch Geld zur Verfügung stellen für notleidende Kommunen. Wir werden auch in dieser Woche ein Gesetz einbringen, mit dem wir die Einsatzkräfte besser schützen wollen, höhere Strafen für diejenigen, die Einsatzkräfte behindern und die vor allem Polizeibeamte während ihrer Arbeit beleidigen. Bisher war es nur möglich, wenn Polizeibeamte in einem bestimmten Einsatzmodus waren, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Aber es gibt immer mehr Menschen, die auch Einsatzkräfte beleidigen, bespucken beispielsweise. Und das muss nun bestraft werden und verhindert werden. Die Polizei, Einsatzkräfte sind für unsere Sicherheit da und müssen sich nicht von solchen Menschen beleidigen lassen. Das ist also ein ganz wichtiger und zentraler Punkt. Sie sehen mich sehr gelassen und sehr ruhig. Wir schauen auf uns, was wir machen können. Wir reden mit den Menschen darüber, warum es richtig und notwendig ist, dass wir die nächsten 4 Jahre wieder regieren. Es gibt große Herausforderungen, beispielsweise in Amerika, in Europa. Und da finden wir, haben wir das beste Personalangebot von allen mit Angela Merkel und der Union. Und darüber reden wir und die anderen machen ihren Wahlkampf. Allerdings muss ich schon sagen, bin ich einigermaßen überrascht, dass schon jede kleine Nachfrage zur Person des SPD-Spitzenkandidaten als Schlammschlacht bezeichnet wird. Da kann ich nur sagen, also jetzt bitte nicht so empfindlich. Man wird auch über die einzelnen Personen reden müssen. Ich selber möchte mich auf die Inhalte beschränken. Ich kann nur sagen, einer, der mehrfach erklärt hat, dass er in Europa die Schulden aller vergemeinschaften will, sodass die Deutschen 27 oder 28% aller Schulden bezahlen müssten, aller anderen. Das ist nach meiner Auffassung nicht der geeignete Kandidat, um deutsche Interessen in Europa zu vertreten. Und darüber werden wir reden. Über die Inhalte geht es also und nicht über das, was der ist, trinkt, macht, ist mir wurscht. Aber wer glaubt, er könne nach dem Motto leben, ich turne auf der Bühne rum, und jedem, dem das nicht gefällt, der darf mich nicht kritisieren, der muss ruhig sein. Das ist nicht einmal im Theater möglich, also schon gar nicht in der großen Politik. Musik